Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute geht es mal um diesen Kollegen, unseren Dacia Logan MCV2. Den haben wir jetzt ungefähr 5 Jahre und nun macht sich auch bei diesem Auto eine typische Dacia-Krankheit breit. Sagt man breit oder bemerkbar. Und zwar der Lenkstockschalter ist wohl ein Arsch. Die Hupe geht nicht mehr. Oder zumindest nur noch sporadisch. Und jetzt, wo wir aus dem Urlaub wiedergekommen sind auf der Autobahn, ja, funktioniert das Abblendlicht nicht. Und da wir ja auch in dunkle nach Hause gefahren sind, war das natürlich blöd. Zuerst dachte ich, die Birnen sind kaputt, aber die waren alle heile. Sicherungen waren heile. Also ADAC gerufen. Und der hat uns dann was gebastelt, da das Fernlicht ja funktionierte, hat er quasi ja einmal den MacGyver raushängen lassen und hat uns dann quasi das Fernlicht zum Abblendlicht gemacht, so dass wir mit Licht nach Hause fahren konnten. Das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Ja, mein Sicherungskasten. Und hier hat uns der gute Mann quasi uns ein bisschen umgekabelt, kann man das so sagen. Er hat also, ja, das Fernlicht zum Abblendlicht gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt das Licht anmache, muss ich jetzt quasi auf Fernlicht gehen. Und jetzt funktioniert auch das Abblendlicht. Kein Fernlicht, sondern Abblendlicht. Das Ganze will ich jetzt natürlich beheben. Ich habe mir jetzt nämlich so einen Lenkstockschalter organisiert für Dacia, ja, Logan MCV2 und Sandero 2 und Logi 2 und wie sich die ganzen Modelle schimpfen. Das ist dann dieses Teil. Und das versuche ich jetzt hier einzubauen. Ich nehme euch mal quasi mit, auch wenn es vielleicht so den einen oder anderen überhaupt nicht interessiert. Aber vielleicht gibt es ja auch welche unter euch, die selber so einen Rumänen hier fahren. Und mal ganz ehrlich, so schlecht ist, finde ich das Auto gar nicht. Für damals haben wir 13.000, also ist, wie gesagt, ist 5 Jahre alt das Auto. Wir haben 13.000 Euro bezahlt und wir haben hier alles drinne, bis auf natürlich so ein, wie es heutzutage schon Mode ist, so einen tollen tolles Touch-Display. Wir haben jetzt noch so ein, ja, stinknormales Radio mit Bluetooth und CD-Spieler, was es nicht alles gibt. Air Condition haben wir hier drinne. Bordcomputer ist auch am Start. Das hier ist die 1.2 Variante mit zornigen 75 PS Benziner. Der hat uns bis jetzt überall hingebracht. Wie jetzt letztens nach Schweden, Dänemark und passt schon. Aber jetzt habe ich genug gelabert. Ich würde mal sagen, wir bauen jetzt hier die Verkleidung ab. Nehmen den Lenkstockschalter hier raus, bauen den neuen dran und hoffen, dass der natürlich funktioniert. Zuerst werden wir hier unten mal die zwei Schrauben lösen. Eins, zwei. Und jetzt muss die Verkleidung hier ab. Oh. Nummer eins. Das Oberteil. Jetzt wird's spaßig. Jetzt haben wir hier noch zwei Schrauben sitzen, die den Lenkstock festhalten. Die müssen wir natürlich auch lösen. Ja. So, eins.
2. Das ganze Ding ist schon locker drin hier. Und es ist ziemlich stramm hier alles. Aber hier haben wir jetzt einen Stecker drin sitzen. Den nehmen wir jetzt heraus hier. Vorsichtig natürlich. So. Ging natürlich einfacher. Hier ist hier so eine Art Klammer, die müsst ihr zurückdrücken und dann geht das wunderbar. Und jetzt kommt der neue dran hier. Der sieht haargenau aus wie der alte. Gibt eigentlich gar keinen Unterschied hier. Wenn ich das mal zeigen hier kann. Das ist der alte. Das ist der neue. Der ist schon ein bisschen wackelig hier, aber der ist noch schön stramm. Und den werden wir jetzt erstmal einsetzen. So, erstmal wieder die Verbindung hier rein. Das geht alles ein bisschen schwieriger. So. Jetzt das ganze Teil hier wieder reinschieben. Werden wir den mal mit den zwei Schrauben wieder festmachen. Und dann testen wir mal, ob das alles so funktioniert, wie es sein soll. Bevor wir jetzt eigentlich testen können, ob alles funktioniert, muss ich natürlich jetzt auch wieder die tolle Verkabelung hier rausziehen und die alten Sicherungen wieder reinstecken. Und dann sollte es eigentlich funktionieren. Ich hoffe es zumindest. Sicherung wieder rein hier. 4 Stück hat der gute Mann rausgenommen, damit er das alles so überbrücken kann. So, alle Sicherungen sind drin. Jetzt probieren wir das ganze Ding mal. So, Zündung ist an. Und wir drehen. Standlicht. Abblendlicht. Funktioniert. Das Zeichen geht. Und geht alles jetzt noch so ein bisschen straff hier. Mal sehen, ob die Hupe geht. Ja, geht auch wieder. Fernlicht geht auch. Perfekt, jetzt die ganze Verkleidung wieder dran. Und dann sind wir schon durch hier. Das geht jetzt doch einfacher, als wie ich mir das vorgestellt habe. Dass wir so die Schale wieder reinkriegen. 2. Ja, top. Jetzt kann unser Auto auch wieder bei Nacht gucken. Klasse. Also es ist schön, dass es
doch hin und wieder noch Autos gibt, wo man selber Hand anlegen kann. Dieses Dacia-Problem hat mich jetzt den Besuch bei der Kfz-Werkstatt erspart. Es funktioniert. Die Hupe geht jetzt wieder, Licht funktioniert. Der nächste TÜV kann kommen, der übrigens dieses Jahr auch wieder fällig wird. Ich gehe mit einem guten Gefühl an die ganze TÜV-Problematik, weil eigentlich ist an dem Auto nach 5 Jahren noch nichts groß gewesen. Top. Ja, gut. Für alle, die dieses Video jetzt sich hier anschauen, weil die selber das Problem hatten mit einem Dacia Logan MCV 2 oder mit einem Sandero 2 Dodge oder Docker, ne? Ich glaube, bei all den Modellen ist dieser Lenkstockschalter derselbe. Ich verlinke den unten mal. Ich habe für das ganze Teil 30 Euro ausgegeben. Habe ich mir über Amazon bestellt. Mittlerweile kriegt man ja alles bei Amazon. Und top, bin ich zufrieden. Jo, das soll es jetzt mit diesem Video hier gewesen sein über mein krankes Auto. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Abonniert mich, wenn ihr das nicht schon habt. Und ansonsten sage ich erstmal, Leute, wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao.